Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Teil 2 dieses ja ebenso wunderbaren Abends für Veronika Ferris. Und ich sage schon mal einen großen Applaus, dass sie hier ist zwischen zwei großen Drehs. Bitte, Veronika Ferris. Hier ist sie im Saal. Wunderbar. Kommen Sie vielleicht schon zu mir. Machen wir das direkt so. Kommen Sie mit auf die Bühne. Ja, denn es geht jetzt, und das wissen Sie, um Salt and Fire. Und darin spielt sie die Hauptrolle. Und ich glaube, jetzt klatschen wir nochmal, wenn sie die Bühne hier erreicht. Schön, dass Sie in Frankfurt sind. Vielen, vielen Dank. Müsste an sein, ne? Ich glaube, es müsste an sein. Ja, sonst nehmen Sie das. Guten Abend. Ja, ich habe ein Déjà-vu. Genau, wir waren nämlich hier vorne schon eben bei der 18 Uhr Vorstellung. Ich sehe einige bekannte Gesichter, das heißt, Sie haben schon vielleicht einiges gehört. Da möchte ich gerne direkt noch vor dem Film dran anknüpfen, denn Sie haben gesagt, vor Ihrer Karriere, da haben Sie auch immer wieder versucht, als Komparsin und dergleichen zu arbeiten. Und da waren Sie schon mal am Set von Werner Herzog, habe ich gelesen. Stimmt das? Am Set war ich nicht, aber ich habe, als ich in München Theaterwissenschaften studiert habe, mussten wir alle mal Praktiken machen, und dann habe ich ein Praktikum bei ihm in der Filmproduktionsfirma gemacht. Was macht man denn? Worauf ich ganz stolz war. Ich war sozusagen der Depp der Produktion. Ich durfte immer morgens in die Stabi radeln und irgendwelche Archive durchwühlen für Filmstoffe, die sie gerade entwickelten, und das dann zusammenschreiben, und diese Aufsätze habe ich dann in der Produktion abgeliefert, und zwei oder dreimal habe ich Herzog auch kurz gesehen. Ja, und dann gab es ja wohl eine schicksalshafte Begegnung auf dem Weg zum Filmpreis vor ein paar Jahren, wo Sie ihm im Flieger oder am Flughafen begegnet sind, habe ich gehört. Ja, haben Sie richtig gehört. Das war wirklich schicksalshaft, weil ich hatte am Tag vorher ein schlechtes Drehbuch gelesen und habe das dann in die Ecke gepfeffert und stand dann so vor meinem Bücherregal und dachte, was liest du jetzt, dass es dir besser geht? Und dann habe ich rausgegriffen, Werner Herzog, vom Gehen im Eis. Und habe an dem Abend angefangen, als meine Tochter im Bett war, habe angefangen zu lesen, konnte nicht aufhören zu lesen, habe wieder bis 2 Uhr gelesen und bin am anderen Morgen zum Flughafen mit meiner Agentin zum Filmpreis nach Berlin geflogen. Und da hat Herzog den Ehrenpreis bekommen, was mir aber da gar nicht bewusst war. Jedenfalls stiegen wir ein und ich sehe links Reihe 1 Herrn Herzog mit seiner Frau, wie sie sich gerade hinsetzten, und saß irgendwie Reihe 6 oder 7 und sagte zu meiner Agentin, ich glaube das nicht, ich habe in meiner Handtasche das Buch von ihm, das habe ich gestern angefangen zu lesen, es ist in meiner Handtasche, ich nehme nie ein Buch mit in meine Handtasche, aber es war so spannend. Und jetzt sitzt der da vorne, und dann sagt die, geht's dahin, frag nach dem Autogramm, den Mann siehst du im Leben nie wieder. Und habe ich gesagt, das kann ich nicht machen, ich bin doch kein Groupie und stehe da jetzt und frage ihn, und so wie so ein Stalker. Und dann hat die gesagt, so, gehst jetzt dahin, dann machst du das jetzt. Bin ich aufgestanden, habe gesagt, entschuldigen Sie bitte, Herr Herzog, Ferris mein Name. Sagt er, Sie habe ich schon lange auf meinem Radar. Und ich so, okay. Und dann weiß man ja nicht, ob es gut oder schlecht ist. Ja, genau. Dann denke ich, oh Gott, was ist denn jetzt? Habe ich nur gesagt, ich habe das gestern angefangen, und es ist so komischer Zufall. Würden Sie mir bitte was reinschreiben? Ja, geben Sie her. Und er ist ja sehr gerne immer grantig. Herzog liebt es immer, nicht zu gefallen. Ja, und wie Sie in dem Film nachher auch sehen werden, er liebt es, eckig zu sein, kantig zu sein, kein Genre zu erfüllen, keine Erwartung, die Filmsprache nie zu bedienen, widersprüchlich zu sein. Er liebt es auch mal, wenn Anschlüsse nicht stimmen. Er will alles tun, um nur nicht zu gefallen. Deshalb lieben ihn die Amerikaner, die verehren ihn wie eine Ikone, und alle Super-Ami-Stars wollen mit ihm drehen. Und für mich war es natürlich eine unglaubliche Ehre, dass er nach Nicole Kidman mit Queen of the Desert ich seine nächste Hauptdarstellerin war. Aber das wusste ich ja da alles noch gar nicht. Jedenfalls zitterte ich dann noch mit schweißnassen Händen. Nach 50 Minuten Berlin-Landung kriege ich jetzt das Buch wieder, oder pfeffert er es mir um die Ohren. Und ich bekam es wieder mit einer ganz tollen Widmung. Und dann, ja, habe ich irgendwie nichts gehört. Und 3 Monate später rief er mich an und sagte, ich brauche mal Ihre E-Mail-Adresse. Dann habe ich zuerst gedacht, das versteckte Kamera, habe ich gesagt, ja, gerne. Und ja, ich habe ein Drehbuch geschrieben mit einer weiblichen Hauptrolle, lesen Sie das mal, ob Sie Interesse hätten, die weibliche Hauptrolle zu spielen. Und dann hat er mir das gemailt, und dann habe ich das sofort gelesen und sofort angerufen und habe gesagt, das ist eine Zusage. Und dann gab es ja diese großartige Tournee, Premiere in Toronto,
Asienpremiere in Shanghai, dann in Hof die deutsche Premiere, da haben wir uns gesehen und diese Veranstaltung quasi ausgemacht. Das ist ja auch nochmal toll, so eine Festivaltour mitzumachen und jetzt auch in Hollywood die große Uraufführung. Ja, der hatte gerade in Amerika US-Start in Amerika, was für Filme was Besonderes ist, dass Arthouse-Filme in ganz Amerika überhaupt in den Kinos noch verliehen werden. Und gerade am Samstag in der Directors Guild of America war ein Screening. Große Ehre. Sehr erfolgreich war, ja. Und ja, ist halt wie Herzog. Ein Vulkan ist zu arbeiten mit ihm. Er ist wie ein Vulkan als Regisseur. Er verlangt dir alles ab. Und wenn du bereit bist, das alles zu geben, auch dein Leben, dann beschützt er dich und dann beschützt er auch dein Leben. Aber erst musst du ihm zeigen, dass du dazu bereit bist. Einen Vulkan sehen Sie auch gleich im Film und nachher haben Sie natürlich Gelegenheit, selbst auch Fragen zu stellen. Ich freue mich da schon sehr auf dieses Gespräch. Ich sage mal, herzlichen Dank, dass Sie hier sind und viel Vergnügen beim Film. Bis später. Applaus, Veronika Ferres. Ja, begrüßen Sie mit großem Applaus die Hauptdarstellerin Veronika Ferres bei uns in Frankfurt nochmal. Nehmen Sie doch einfach nochmal Platz. Für Sie einfach nur, dass Sie wissen, wie das abläuft. Wir laufen uns jetzt mal so ein bisschen warm. Ich stelle mal so ein paar Fragen. Sie können sich was überlegen und dann haben Sie auch Gelegenheit, mit einzusteigen. Ja, was für ein Film. Also allein, wenn man diese letzte Aufnahme sieht, diese Salzwüste, dieser Rollstuhl, der da durchfährt mit der Sektflasche. Wo findet man so eine famose Location wie diese Salzwüste? In Bolivien in 4300 Meter Höhe, das war eine besondere Herausforderung. Ich wusste das nicht, dass es sowas gibt wie eine Höhenkrankheit, bevor man mir gesagt hat, du drehst in der Salzwüste in Bolivien, das ist nicht ungefährlich. Und wir haben in Potosí gedreht, also noch höher als die Salzwüste. Und dann habe ich angefangen mit einem Höhentrainer, jeden Tag 2 Stunden in einem vakuumisierten Raum Höhentraining zu machen, bis ich nachher auf 5000 Metern 2 Stunden joggen konnte. Wie funktioniert das denn? Ich habe das mehrfach gehört gehabt und habe mich das gefragt. Was macht man in so einer Kammer? Und dann geht man in ein Trainingsstudio und fängt an, auf dem Laufband zu gehen und zu laufen. Dann wird das Blut immer gemessen, der Sauerstoffgehalt im Blut. Und wenn es gefährlich wird, das heißt kurz vor der Ohnmacht oder im Umfallen, erhöhen die dann den Sauerstoffwert wieder in diesem abgeschlossenen Raum. Und du bist ständig überwacht und dann kommt ständig dieser Arzt rein. Und an manchen Tagen ging es super gut. Und dann sagt er so, jetzt erhöhen wir um 300 Meter. An manchen Tagen konnten wir nur 100 Meter höher gehen, an manchen 500 Meter. Und so baust du dann auf und so gewöhnt sich der Sauerstoffgehalt im Blut an den mangelnden Sauerstoffgehalt in diesem Raum. Und das machen Bergsteiger, bevor sie Mount Everest erklimmen oder ähnliche Hürden, um da nicht diese schlimmen Krankheiten zu bekommen. Und wir hatten, Sie erinnern sich vielleicht an die Flugzeugszene, wo die Türen aufgingen, man hatte das Gefühl, das war diese Höhe, 4300 Meter, man hatte das Gefühl, es fahren einem 10 LKWs über die Brust und man kriegt keine Luft mehr. Und dann manche Teammitglieder mussten ins Krankenhaus, andere hatten Nasenbluten, fielen um, sahen nichts mehr, waren irgendwie so und halt alles das, wenn der Körper keinen Sauerstoff mehr hat, um die Organe zu versorgen. Und da ich mir gesagt habe, ich möchte bei dieser Erfahrung nicht gestört werden durch körperliches Unwohlsein, sondern ich möchte es genießen können und möchte auch alles, jede Sekunde vor der Kamera mein Bestes geben können, habe ich gesagt, ich mache das durch das Training, dass ich das Problem schon mal nicht habe. War das etwas, was Werner Herzog auch quasi eingefordert hat? Oder war das wirklich ihr eigener Impuls zu sagen, ich will für den Mount Everest der Filmemacher Werner Herzog genauso vorbereitet sein? Ja, das war mein persönlicher Ehrgeiz, dass er war der Einzige, der vorangerannt ist. Und zwar körperliche Anstrengung in dieser Höhe fällt einem wahnsinnig schwer. Aber ihm nicht. Ihm nicht. Der ist wie ein Gamsbock, sagt er auch. Er ist ja in Bergen aufgewachsen. Ihm macht das nichts. Und ich war die Zweite, die dann im Gleichschritt immer hinterher war. Und das hat ihn dann schon beeindruckt. Der hat mich auch ganz am Anfang getestet. Es gab eine ganz lange Szene im Film, wo der Michael Shannon mich quasi ausfragt, wenn ich noch in dieser Hacienda seine Geisel bin, über mein Leben, meine Vergangenheit.
Und diese Szene war für mich so, wenn ich die geschafft habe, dann bin ich über den schwersten Punkt des Filmes drüber hinweg. Und das sollte immer in der zweiten oder dritten Woche sein, laut Drehplan. Am zweiten Drehtag kommt der Werner und schaut so in den Himmel und sagt, oh, das Licht ist so schön. Es war so schön wie an jedem Tag. Ich dachte, oh, wir drehen gleich deinen großen Monolog. Ist doch okay, oder? Dann habe ich gesagt, selbstverständlich, ist okay. Und dann habe ich mich ganz schnell auf die Toilette verzogen, 5 Minuten, in den Text nochmal rein. Und dann haben wir das gedreht, das war kein Problem. Das war so sein Test für mich. Wie ist die vorbereitet? Wie kann ich die fordern oder kann ich die in die Ecke treiben? Kriegt die jetzt Textprobleme? Hat die jetzt Hänger? Mhm. Oder sagt die mir, sie kann den Text noch nicht? Dann hätte ich ein großes Problem gehabt für die Zukunft. Mhm. Und seitdem hat sich echt eine Freundschaft entwickelt. Ist das Drehen mit Herzog tatsächlich so eine beständige Prüfung, ein beständiges Herauskitzeln von Dingen, die man vielleicht gar nicht so an sich vermutet, was er da so mit einem macht? Wenn man mal so einen Grundtest bestanden hat, wie Michael Shannon das bei ihm auch hat oder wie ich das habe, dann geht der Mann für einen durchs Feuer. Und er hat dann auch so Sätze gesagt wie, Schauspieler werden behandelt wie Royalties am Set. Das heißt, die behandle ich sehr respektvoll, würdevoll. Und er sagte, ihm ist es sehr, sehr wichtig, einen ganz direkten Kontakt zu haben. Er lässt das zum Beispiel nicht zu, dass ein Garderobiere oder ein Maskenbildner, meiste Zeit durfte ich eh keine Maske haben. Er sagte, so wie du aufstehst, so will ich dich vor der Kamera haben. Ihm ist es ganz wichtig, dass keiner zwischen ihm und dem Schauspieler ist. Kein Wort mehr vor dem Take, keine letzte Berührung mehr. Wenn eine Haarsträhne falsch saß, kommt er selber und macht die letzten Touch-ups. Mhm. Oder mal kurz mit Puder drüber oder mehr Schweiß hin bei Shannon, wenn es sein sollte. Mhm. Und das meiste war für ihn aber dokumentarisch. Und so ist der Film auch gedreht. Da ist kaum Licht aufgebaut, sondern so wie wir da waren und ausgesehen haben. Man sieht auch, ich habe in der Wüste dann auf dieser Höhe hat man ja einmal die Sonne und dann die Reflexion durch das Weiße, durch wie auf dem Gletscher, durch den Boden. Und das war also doppelte Einstrahlung. Das hieß immer hoch, Hautkrebsgefahr. Alle waren eingemummt, liefen rum, nur noch mit Sehschlitzen und ganz verhüllt. Und das konnte ich ja nicht in der Rolle. Und man sieht auch in den Augen, dass ich dann einen ganz schlimmen Sonnenbrand in den Augen hatte. Dagegen konnte man aber nichts machen. Weil in den Augen. Ich hatte dann zwar im Gesicht 50er Schutzfaktor, aber in den Augen war nichts zu machen. Deshalb wirken die so schön rot und verwundbar und noch intensiver als sonst. Was Schauspieler nicht so machen für eine Rolle. Na, Wahnsinn. Aber lassen Sie uns über diese eine Szene in der Wüste tatsächlich sprechen, wenn Sie da ausgesetzt werden in Ihrer Figur mit den beiden Jungs. Herzog hat es bei der Deutschland-Premiere verraten, dass er ihnen gar nicht gesagt hat, was er den Jungs gesagt hat. Mhm. Also zum Beispiel, dass die schummeln sollen bei Mensch ärgere dich nicht und dergleichen. Da wollte er dann, glaube ich, auch so ihre Reaktionen testen. Mhm. War das improvisiert, diese Szene? Ja. Und wie geht man dann damit um? Also wussten Sie, dass das improvisiert werden soll oder hatten Sie was davor im Drehbuch gelesen? Er hat ein ganz großes Vertrauen gehabt in mich und hat gesagt, deine ursprünglichen Mutterinstinkte funktionieren da perfekt und denen sollte ich vertrauen. Und dann sagt er, ich lasse jetzt einfach die Kamera laufen, mach. Mhm. Ein schöneres Kompliment kann man von so einem Herrn nicht haben. Sie wollten gerade was sagen? Ja, sonst, wir haben ein Mikro, dann kommt unsere Vorführerin angesprintet, wie ich sehe. Ja, ich bin ganz beeindruckt. Es hat mich aber schockiert im Anfang der Satz, den Sie vorhin gesagt haben. Man muss bereit sein, sein Leben in die Waagschale zu werfen oder gar zu riskieren. Das ist ein großes Wort und von Herzog ist bekannt, das ist nicht meine Beobachtung, sondern es ist bekannt, dass er Masochist ist. Nein, das ist er überhaupt nicht. Aber er sagt es selber über sich? Das habe ich auch mit einem ironischen Unterton gesagt. Wenn er das Gefühl hat, man gibt ihm alles und man vertraut ihm und man geht mit ihm über Brücken, die vielleicht nicht den höchsten Sicherheitsstandard erfüllen, dann geht der Mann auch für einen durchs Feuer.
Und diese Filme, die er macht, funktionieren nur so. Wir waren in einer extremen Situation von der Natur, von den Umgebungen. Ich habe Fotos noch, die zeige ich Ihnen nachher auf meinem Handy, wie wir gelebt haben. Das war ein Entwicklungsland. Das können Sie sich nicht vorstellen, wie wir gelebt haben, die Drehzeit über. Wir hatten die ganzen Wochen auch kein Internet, kein Telefon, kein Fernsehen, kein Radio. Man konnte nicht kommunizieren mit der Außenwelt. Wir waren tageweise mit dem Auto weg von irgendeiner Zivilisation. Wir hatten eine Ambulanz dabei, dass wenn sich jemand verletzte, einen Arm brach oder sonst was, man hätte nicht ausgeflogen werden können mit keinem Helikopter. Sie können ja keinen anrufen, wie soll denn einer kommen? Ein GPS vom Auto funktionierte nicht. Wir hatten die Local-Leute, die sich auskannten. Und dazu gehört unheimlich viel, viel Mut. Und das meinte ich damit. Und wenn man ihm zeigt, hey, ich bin dein Kamerad, ich gehe mit dir durch den Sumpf und wir halten uns an Händen, dann gehen wir beide nicht unter. Das erwartet er. Trotzdem hat er noch nie einen Schauspieler, bei Schauspielern ist noch nie was passiert. Ja, Teammitgliedern manchmal schon. Aber ja, auch nicht, weil er das wollte, sondern mit Kinski, ja, sein Kameramann, den er dann da im Dschungel operieren musste. Ähnlich fast waren unsere Situationen auch. Wir haben die Zeit in einem, ich meine, ich kann das ja hier sagen, ich kam davon zurück und ich hatte eine schwere Lungenentzündung, die hat niemand diagnostiziert, weil in diesen versüfften Duschen, in denen wir da geduscht haben, war voller Bazillen und ich war halt der Meinung, wenn ich das lange heiß laufen lasse, sterben die Bakterien da drin. Aber diese Bakterien vermehrten sich dadurch nur noch mehr. Und ich habe das halt immer eingeatmet jeden Morgen. Und ich habe mit dieser Lungenentzündung gedreht. Ich sage das jetzt so und es mag vielleicht merkwürdig klingen. Manche haben es vielleicht auch im Abspann gelesen. Mein Vater ist 4 Tage vor meinem ersten Drehtag verstorben, den ich über alles geliebt habe und immer noch sehr liebe. Und dadurch, dass ich keine Kommunikation mit meiner Familie, mit Freunden, mit niemand hatte und auf dieser unglaublichen Höhe war, den Sternen so nahe, Gott so nahe, der Schöpfung so nahe, habe ich eine so tiefe Verbindung zu meinem verstorbenen Vater, wie ich sie niemals hätte haben können, wenn ich in der Zivilisation mit meinem Schmerz abgelenkt gewesen wäre. Und das ist ein Reichtum und ein Schatz, das ist unglaublich. Aber ich möchte jetzt hier nicht tragisch werden, sondern das ist eigentlich was Heiteres, was ganz Tolles. Mein Vater ist in Frieden gegangen und durch diese Erfahrung dieser Einsamkeit mit der Natur und abgeschnitten sein von jeglicher Zivilisation und einer ganz anderen Auseinandersetzung mit Schöpfung, mit Leben und Tod, Vergänglichkeit und Abschied und gleich gefordert zu sein in dieser doch verrückten Rolle und in diesem Film, hat mich in meiner Entwicklung unglaublich weitergebracht und ist so eine Lungenentzündung unwichtig. Kann man denn sagen, gleich die nächste Frage da oben, kann man denn sagen, dass Sie in dieser Rolle auch so ein alter Ego von ihm gespielt haben? Also, weil es fallen ja auch so Sätze, die gefühlt aus seinem Mund kommen könnten, die man in seinen Dokus ja auch von ihm gesprochen hört. Also da habe ich so das Gefühl, also vielleicht so eine Mischung sogar aus Ihrer Rolle und der von Michael Shannon. Ja. Also, dass man da das Gefühl hat, da spricht er und will uns etwas mitteilen, sehr philosophisch und klar mit einer Botschaft. Ganz sicher. Er hat das auch gesagt. Er hat auch gesagt, viel zu spät habe ich das entdeckt. Wie schön das ist, mit Frauen zu drehen als Hauptdarsteller. Vor mir war es Nicole Kidman in Queen of the Desert und sagte, und jetzt mit dir, Veronika. Und viel zu spät habe ich das erkannt, wie ich mich spiegeln kann, auch in weiblichen Charakteren. Toll. I share with you the experience in the Uyuni Salardo of Uyuni. Because I also was there, and it's really fantastic. It's a very surrealistic place. Uyuni is the desert, the salt desert. The Salar from Uyuni, yes. Right where she was there. And I know that Werner Herzog, he have a lot of experience in Peru with these two films from Fiscarraldo and Aguirre, and he loves so much this culture there, Bolivia, Peru,
And I remember in 2009, I met him in Aguascalientes, Machu Picchu, because I think he was testing something or filming a documentary. So I have two questions. While you was in Bolivia, you, because you just explained that you had a, you was feeling not so fantastic in the first place because of the altitude, but usually in this culture, people used to chew coca leaves. We did too. Yeah. It was the first thing they gave us when we opened the door of the airplane. Right. And they were so, I have to tell you that the people there are still in my heart, and the kindness and generosity of everybody was amazing, and how they do their agriculture and how they live in their families and how they share everything and how they supported us. So the local crew was really amazing. Totally, yeah. I learned the difference that the coca leaves chewing has nothing to do with the cocaine stuff. It has to be prepared and sure. Treated chemically in a completely different way. Sure, it's processed and chemical, but the pure is part of the culture in Bolivia and Peru and Colombia, no? Yes. And it's they consider a medicinal plant, or no, in this direction. So my other question is the history that Werner Herzog tell in this film, is it fiction or... It is based on a novel by Tom Bissell. Yeah. Aral. Yes, it is called Aral. Yeah. And he's a young American writer. And this novel deals with an ecological disaster that happens in The Aral Sea. Yeah, around the Aral Sea. So not... Right. Sorry, I was shooting all night and traveled the day to be here. In Belgrade. Oh, yeah. Not the Aral Sea in Belgrade, but I was shooting Belgrade. So... problem, though. Yeah. It's in the diktatorische regime. Genau. Weiß jemand, wie die Diktatur am Aralsee heißt? Yeah, so Werner, thank you so much. Yes. Werner wanted to shoot there, but the circumstances were impossible because the first possibility to sleep next to the location where he wanted to shoot was 4 hours away, and we cannot every day with the crew drive 4 hours in the morning and 4 hours back. And the political situation was too hot, he said. Right. So they wouldn't... They would never have given a permission. Mm-hmm. But the ecological problem in Bolivia, that was not the case, correct? No, this is real fiction. Yeah. But the volcano that you saw in the movie, and Werner was immediately after our last day of shooting, he started shooting the documentary Into the Inferno, a wonderful documentary about volcanoes. So because of that, He loved to shoot the volcano there. And the story is true that there is a volcano, and if this one erupts in Bolivia, many volcanoes, then we have no life on Earth anymore. Exactly. And he said it's predicted in 2,000 years or in 20 years or tomorrow. What I like most, and then we switch back to German, the name of the volcano is not Uturungu, of course. No. But that's a Herzog name, of yes. course. I hear his voice when I hear this name. Uturungu. Ja, also das ist wirklich spannend, vor allen Dingen, wenn man auch noch sieht, was er eigentlich, Sie haben es vorhin gesagt, mit den Genres macht. Er beginnt als klassischer Thriller, so mutet es an, geht weiter in eine Thriller-Parodie, würde ich mal sagen. Ja. Und dann geht das, ja, man könnte das vielleicht eine philosophische Farce nennen, was er dann mit uns macht. Mit einer klaren eben Botschaft, die er uns vermitteln will, quasi rettet die Natur, sage ich mal so salopp zusammengeschrieben. Wie hat sich das angefühlt, wenn man das liest? Das Buch.
Ich stufe das dann nicht nach Genres ein, sondern ich frage mich nur, wie kann ich das spielen? Wie kann ich das am besten spielen? Was mache ich für die Vorbereitung? Da passieren in meinem Kopf ganz andere Sachen als in dem Kopf eines Regisseurs oder eines anderen Lesers. Hm. Bei mir geht es nur darum, connecte ich intuitiv mit dieser Frau? Wenn das so ist, ist das eine potenzielle Schwester von mir, die ich liebe, egal welche Fehler sie macht, wie ich meine Brüder, die ich auch liebe, egal auch welche Fehler sie mal machen, oder sie mich, egal welche Fehler ich mache. Und man muss das nachvollziehen können, aber man muss sich nicht immer hundertprozentig damit identifizieren können, dass man sagt, ich hätte es genauso gemacht, aber man muss es verzeihen können, auch alle Fehler, wie in Geschwister. Eine Geschwisterbeziehung. Es ist ein ganz nah an sich ranholen und ein verständlich machen. Mhm. Aber da dürfen auch, wie bei bösen Charakteren, böse Dinge passieren, die möchte ich verzeihen können und möchte sie deshalb auch so spielen. Ja. Also ich finde es auch besonders spannend. Also nie verurteilen, nie verurteilen, egal welche Fehler eine Person macht, die ich darstelle. Wenn man das noch das weiter... Das verurteilen dürft ihr, ja. Wenn man das noch weiter denkt, dieses Verurteilen eben, es führte ja zu kontroversesten Kritiken, dieser Film. Also es gibt Menschen, die können mit dem richtig viel anfangen und andere gar nicht. Es führte sogar dazu, schauen Sie mal online nach, dass Spiegel Online eine Pro- und eine Kontra-Kritik nebeneinander zum Auswählen gestellt hat, was ich wirklich so noch nicht gesehen hatte in der Form. Das ist ja schon was sehr, sehr Faszinierendes, was dann so ein Film bewirken kann. Haben Sie sich bei den Gesprächen, die Sie ja auch bei diesen Filmen, bei den Premieren auf den Festivals geführt haben, was hatten Sie so für einen Eindruck? Verstehen die Leute das oder versuchen sie es zu verstehen oder sträuben sie sich dagegen? Also wir hatten die Weltpremiere in Shanghai letztes Jahr und die Chinesen haben es geliebt. Und der Film ist da auch gleich gekauft worden und auch verliehen worden. In Amerika hatten wir jetzt vor einem Monat einen Verleih im ganzen Land, was für Arthouse-Filme schon eine Besonderheit ist. Und da waren die Kritiken auch 50-50, total euphorische. Und welche, die sagen, nee, verstehen wir nicht genau das, diesen Wechsel der Genres. Was ich da aber feststelle, überall, wo Herzog auftaucht oder wenn ich erwähne, ich habe eine Hauptrolle bei Herzog gespielt, dann ist ein David O. Russell plötzlich da im Kino und der Mann hat immerhin 30 Oscars und Oscar-Nominierungen bekommen durch seine Filme, also er, seine Schauspieler, Kostüm, Musik, wie auch immer. Silver Linings zum Beispiel. Ja, und Joy, Silver Linings Playbook, American Hustle, um nur einige zu nennen. Und ist dann da mit einer unglaublichen Verbeugung und einem unglaublichen Respekt und macht eine Stunde auf der Bühne mit Herzog und mir Q&A, das, was wir jetzt hier machen. Und hat seitdem intensiven Kontakt mit mir und sagt, du hast eine Hauptrolle da bei dem gespielt, das ist, die Muse von Herzog ist spannend. Also deshalb denke ich über solche Kritiken nicht so viel nach. Ich sehe das mit gemischten Gefühlen. Ich freue mich über die Guten und über die Schlechten, versuche ich mich nicht zu ärgern und sage einfach, ich habe jede Sekunde versucht, mein Bestes zu geben. Was soll ich jetzt mich darüber grämen? Und ich finde, das ist auch das Recht von Kunst, dass Kunst provozieren muss, dass Kunst anecken muss, dass man unbequem sein muss. Und wenn Herzog das ist und ich ein kleiner Bestandteil dessen sein darf, ist das für mich ein Traum. Deswegen sind wir auch so gespannt, wenn Sie Reaktionen haben, wie er bei Ihnen angeeckt ist vielleicht, dann können Sie das auch gerne sagen. Vielleicht, bis das Mikro vorne ist, Sie sagen Muse von Herzog. Ist das so, wie fühlt sich das an? Ja, also so werde ich da drüben zitiert. Ich bin bestens befreundet mit seiner Frau, Lena Herzog, die Standfotografin beim Film war. Und mit der ich sehr, sehr eng bin. Also bitte nicht falsch verstehen. Nein, um Gottes Willen.
Nein. Also direkt daran anknüpfend Muse. Also ich fand, das waren faszinierende Aufnahmen von Ihnen. Also ich war wirklich hin und her gerissen über diese gestalterische Qualität. Was den Inhalt angeht, naja, da muss ich noch weiter nachdenken. Vielleicht auch 50-50, ich weiß es nicht. Aber ich möchte mich nur sehr, sehr herzlich auch noch für das wunderbare Gespräch bedanken und für die Sachen, die Sie da gesagt haben. Das war wirklich sehr, sehr ausdrucksstark. Also das Gespräch vor dem letzten Film. Ist natürlich jetzt auch toll, dieses Double-Feature etwas schwierig, ja. Also so ein Kontrast. Aber das war wirklich sehr, sehr aussagekräftiges Gespräch. Also herzlichen Dank dafür. Und auch daran anknüpfend, und zwar, Sie haben ja über Ihre Vorbereitung gesprochen. Hatten Sie jetzt für den Film oder auch für andere einen Coach? Gehen Sie dann die Drehbuchstellen durch? Mich würde auch interessieren, ob Sie doch Einfluss hatten aufs Drehbuch, und ob Sie die Möglichkeit hatten, aufs Drehbuch Einfluss zu nehmen. Zum Beispiel, ich habe gedacht, vielleicht erfährt man noch was über die Geschichte Marokko, Entführung. Also ich habe gestern auch eine Reise nach Marokko gebucht, ja. Also erstmal bin ich begeistert und bedanke mich bei Ihnen, dass Sie mir so viel Zeit schenken, dass Sie schon so lange heute hier sind. Danke dafür. Einfluss aufs Drehbuch hatte ich überhaupt nicht. Herzog ist eine Ikone, ein Genie, und ich habe versucht und habe gesagt, hör mal, das Drehbuch ist so toll, meinst du nicht, wir könnten da am Ende da das noch ein bisschen anders aufbauen, den Schluss? Hat er gesagt, dieses Ende ist so und so. Und dann habe ich sofort gesagt, natürlich, sehe ich genauso. Also da hat man dann einfach überhaupt keine Chance, weil deshalb ist er der er ist. Er ist einzigartig, er ist ein ganz großer Künstler, vor dem ich mich zutiefst verneige. Und wenn ich dann merke, ich kann ja nichts anderes als meiner Überzeugung folgen und in so einem Moment sagen, was ich denke, und wenn ich dann aber merke, ich stoße da auf zue Türen, wer bin ich denn, um da weiter zu fighten? Auf keinen Fall. Also ich hatte keinen Einfluss aufs Drehbuch. Die dritte Frage war mit Coaches. Ja, natürlich arbeite ich mit Coaches. Ich arbeite mit, in diesem Fall, einem American Dialect Coach, der mir den amerikanischen Akzent geholfen hat, den zu sprechen. Bei anderen Projekten habe ich mit einem britischen, mit dem Andrew Jack, einem sehr tollen britischen Dialect Coach gearbeitet, bei mehreren Filmen, die ich mit John Malkovich gemacht habe, Simon Pegg und Christopher Plummer war es, der Andrew Jack. Und hier war es allerdings eine Frau, die kein Mann, die ich immer bei den amerikanischen Projekten habe. Und das war auch ganz wichtig, weil von 120 Seiten war ich 120 Seiten dran, und da muss man einfach gut vorbereitet sein. Und man weiß ja auch nie, was ich eben gesagt habe. Bei einer meiner ersten Rollen, es war eine kleine Rolle fürs ZDF, möchte ich kurz ein Anekdötchen loswerden. Und ich ganz aufgeregt und stolz und bei Edgar Reitz gedreht, Zweite Heimat und so Jungstar und Rote Erde mit Herrn Emmerich, und komme dann ans Set, und dann hatte ich halt im März in der ersten Woche einen Drehtag, in der zweiten Woche zwei Drehtage, in der dritten vier. Und am ersten Drehtag hatte ich natürlich nur meine Szene gelernt, meine drei Szenen für den ersten Drehtag. Dann gab es aber ein schlimmes Gewitter. Dann haben sie die Motive gewechselt. Und dann hatten wir die große Abschlussszene mit meinen Texten plötzlich an dem Tag. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie viel Blut und Wasser ich geschwitzt habe, um das hinzukriegen. Was macht man denn da? Und da war ich 19, und das ist mir nie wieder passiert. Wenn ich jetzt in den Dreh gehe, kann ich den Text von vorne bis hinten. Und das kann immer passieren. Film ist unvorhersehbar. Was man dann macht, komischerweise war es möglich. Herzog hat zum Beispiel, ist ja nochmal was anderes, in einer anderen Sprache zu drehen. Aber ich war so in der Rolle drin. Herzog hat mir an manchen Drehtagen, okay, vieles war improvisiert, aber er hat mir an manchen Drehtagen diese ganzen Sachen für das iPad, die hat er mir eine halbe Stunde vorm Dreh gesagt. Und dann habe ich gedacht, kann ich das? Nein, das kann ich doch gar nicht. Ich kann doch jetzt nicht so einen Text streamen, ganz easy und cool sprechen, und die Kamera fährt um mich rum und die Technik, du spürst es, also, und du vergisst die Welt um dich und du spielst es. Und das ging. Komischerweise geht das. Ich mache es aber nicht zur Regel. Ich liebe es mehr, wenn ich meinen Text vorher kenne. Ja, ich würde gerne gerade auch nochmal vielleicht auch ein Deutungshilfsansatz, wenn ich es mal sein könnte. Sie singen da drin, der Mond ist aufgegangen. Und das hat natürlich auch eventuell weitere Schichten, also nicht nur eventuell, wenn Herzog das da reinsetzt, dann hat das seinen Sinn. Das ist das Abendlied von Matthias Claudius, und ich habe mal ein bisschen recherchiert, wie das
in seiner Zeit aufgenommen worden ist. Und das war so in der Reformationszeit und dort ist die Natur immer realer und eigenständiger aufgetreten als bei vergleichbaren Gattungen, weswegen diesem Lied und diesem Gedicht eine kindlich fromme Grundhaltung vorgeworfen wurde. Einige Rezipienten lehnten es aufgrund seiner angeblichen Naivität und Einfältigkeit ab. Das ist etwas, wenn man Kritiken jetzt über Salt and Fire liest, das kann wunderbar, man tatsächlich doppeln. Wunderbar. Finde ich ganz, ganz spannend. Ist ja toll. Wie war das in dieser Gesangsszene? War das, also gehe ich davon aus, dass Herzog sagte, der Mond ist aufgegangen, ist das, was wir jetzt gleich hören werden. Und dann live gesungen in dem Umfeld. Genau. Ein Take. Ja, er hat gesagt, dass er ganz wichtig findet, dass in der zweiten Hälfte diese Liebesgeschichte von zwei blinden Brüdern, die ihre Mutter verloren haben und die plötzlich von ihrem Vater ausgesetzt in der Wüste, bei dieser Frau sich an den Busen kuscheln, in deren Armen liegen und da eine Wärme und Geborgenheit empfinden, die sie nicht mehr erleben konnten und nicht mehr erleben werden. Und als er mir das erzählt hat, war er sehr bewegt. Das hat ihn ganz tief bewegt. Das weiß ich nicht, was das in seiner Biografie bedeutet hat, als kleiner Junge, dass er sich danach sehnt oder gesehnt hat oder dieses Bild wollte, dass diese kleinen Jungen an Mutterbusen der Natur Wärme suchen in einer frierenden, kalten Nacht. Das kommt in dem Film nicht so rüber. Es war da nachts um den Gefrierpunkt und tagsüber um 12, 1 Uhr war es wahnsinnig warm. Und dann wurde es wieder rasant kalt und sehr, sehr kühl bis in die Nacht. Und das hat ihm ganz, ganz viel bedeutet. Und deshalb dieses Lied, diese Geborgenheit, diese Einsamkeit, aber die drei halten zusammen. Und Michael Shannon hat bei der Premiere in Toronto auf dem Filmfestival gesagt, dass für ihn einer der schönsten Momente ist, oder der schönste Moment im Film, wenn die dieses Brettspiel spielen und eigentlich im Angesicht des Todes sind. Die wissen nicht, ob sie das überleben werden, ob sie rauskommen. Und diese Bedrohlichkeit von die Wüste, die Menschen killt. Gefangen in kompletter Freiheit. Ja, tolles Bild, tolles Zitat. Werde ich gleich weitergeben an Herrn Herzog. Aber was Shannon da sagte, dass die im Angesicht des Todes fähig sind, Spaß zu haben, glücklich zu sein und zu lachen. Das hat für mich so eine Kraft gehabt, so eine Parabel. Wir wissen ja alle nicht, was mit uns passiert. Ich kann gleich hier rausgehen, mir fällt ein Ziegelstein auf den Kopf und das war's. Aber diese Gabe zu haben, den Augenblick genießen zu können, was ich selber im Leben viel zu selten tue, ja, das ist ein so großes Geschenk und so wichtig. Ja, das ist was ganz Besonderes. Und das hat Shannon so berührt, dass da keine Schwere drin ist, gar nichts. Sie weiß, wahrscheinlich werden wir drei sterben. Und trotzdem können wir im Wissen um dieses Schicksal gerade Glück empfinden. Das war auch mit ein Grund, warum ich diesen Film zum Beispiel auch ein bisschen so in der Tradition Pasolinis gesehen habe. Wobei ich habe Herzog in Hof darauf angesprochen. Er sagte, ich kenne von dem fast nichts. Also insofern sage ich das jetzt hier nur in Klammern. Huasca und Atahualpa ist natürlich auch Absicht. Die beiden Inka-Königskinder, die Inka-Brüder. Wenn man auch da recherchiert, das endete in einem bitterbösen Bruderkrieg in der Realität. Vielleicht nimmt man es aufs Mikro gerade. Romulus und Remus, wurde gesagt. Und die Wölfin. Ja. Toll. Also plus was wir in der Salz. Ich dachte an Romulus und Remus und an die Wölfin, die für diese Kinder kämpft. Und wenn man dieses. Und Mut hat und nicht aufgibt. Daran anknüpfend, das Muster, was toll, die Salzwüste hat, das ist wie so ein Wabenmuster. Das heißt, es erinnert mich so an Bienenkönigin dann in dem Fall. Also man kann da wahnsinnig viel reinlesen, wenn man das will. Und das ist, glaube ich, das, was Herzog auch beabsichtigt. Egal, was sie jetzt sich daraus aus diesen Bruchstücken zusammensetzen, er will uns etwas mitgeben und vielleicht Film anders interpretieren lassen, als wir es heute gewohnt sind. Das auch. Das will er auf alle Fälle. Er will nichts, was gelernt ist, was erster Akt, zweiter Akt, dritter Akt, was Dramaturgie, was Erwartungshaltung betrifft. Er will nichts von dem erfüllen. Er möchte nur seinen eigenen
seiner eigenen Intuition folgen und seiner Vision. Weil es gab natürlich auch Momente, wo ich dann gesagt habe, hä, der hat die Maske auf und dann nimmt er sie plötzlich ab. Dann, warum hat er sie dann überhaupt aufgehabt, Michael Shannon? Oder die Kidnapper, der mit uns im Flugzeug sitzt und hat keine Maske auf und plötzlich stehen wir am Gepäck und er zieht die Maske über. Und ich habe dann ganz schnell gemerkt, dass diese Diskussionen unsinnig sind zu führen, sondern ich muss sie in der Situation als Laura Sommerfeld annehmen und muss in der Situation damit umgehen. Und ob Veronika das versteht in dem Moment oder nicht, ist vollkommen unwichtig. Ich muss das als Laura verinnerlichen und damit leben und darauf reagieren. Zitat aus dem Spiegel, Frederik Jäger. Werner Herzog setzt Veronika Ferres stellvertretend für den deutschen Film in der Salzwüste aus und beobachtet, wie sie sich in der ungewohnten Umgebung zurechtfindet. Was würden Sie antworten? Gar nichts. Ja, ich fand das schon spannend, weil das ist ja auch eine latente Kritik von Herzog unter Umständen an dem, was wir in Deutschland gewohnt sind. Ja. Und dass er dann auch bewusst sie als jemand, den er als den einzigen weiblichen deutschen Star in Deutschland beschreibt, für diese Rolle auswählt, das hat ja schon eine Absicht. Oder? Ja, erklären Sie mir die. Ich verstehe es nicht. Gut. Nein, erklären Sie es mir. Na, ich denke mal, also Herr Jäger hat da drin Kritik vor allen Dingen am deutschen Film gesehen, dass Herzog damit auch wenig zu tun haben will unter Umständen. Ja, das stimmt. Und da würde mich halt interessieren, wie sich das äußert und wie Sie da selber auch dazu stehen zum Beispiel. Also er hat mir nur immer gesagt, Veronika, ich habe fast alle deine Filme gesehen, du warst schon lange auf meinem Radar, was ich auch heute erzählt habe. Du hast nie das zeigen können, was du wirklich kannst, du hast nie so aussehen dürfen, wie du wirklich aussiehst und ich möchte dir einfach durch den Film die Möglichkeit geben, da in eine andere Dimension, einen anderen Schritt weiterzugehen. Und haben Sie das auch so empfunden? Ich habe mich, und das ist für einen Schauspieler so wichtig, und das bitte auch nicht falsch verstehen, ich habe mich über alle Maßen geliebt gefühlt. Hm. Wenn ein Schauspieler sich geliebt fühlt, auf der Bühne oder im Set, dann kann er alles anbieten. Dann darf er Fehler machen, weil er fühlt sich ja geliebt, er wird ja nicht ausgelacht. Und das hat er und sein Kameramann und das Team, was drumherum war, dieses Gefühl haben die mir bedingungslos gegeben, sodass ich wirklich diese Sicherheit hatte, mit beiden Beinen im Boden zu stehen und bekam sowas, irgendwie sowas, 10 Minuten von der Szene in die Hand gedrückt und ich habe es perfekt gekonnt. Und zwar nicht auswendig gekonnt, sondern ich habe es empfunden und dann kamen die Texte aus mir raus. Das Auswendiglernen ist das eine, das dann wieder vergessen beim Drehen ist ja das andere. Und da sind bei mir sind Rätsel gewesen, die ich nicht erklären konnte. Und diese Kraft, dieses Selbstbewusstsein hat er mir gegeben, was mich in anderen Situationen natürlich sehr trägt. Ich darf darüber nicht sprechen, wo ich gerade herkomme. Aber es ist ein ganz toller Regisseur auch, wo ich bis heute Nacht gedreht habe in Belgrad. Das wird jetzt beim Filmfestspielen in Cannes annonciert. Und da ist auch ein großer, toller Schauspieler dabei, den ihr auch alle sehr gut kennt und der auch so eine Figur zu Hause hat, sowas Ähnliches in Gold. Und da gehe ich natürlich dann schon mit einem anderen Selbstbewusstsein rein, wenn man im Rucksack eine Hauptrolle mit Herzog und mit Michael Shannon, der jetzt zweimal für einen Oscar nominiert war und drüben als einer der besten Schauspieler seiner Generation gilt und von dem supported wird, da geht man mit einem anderen Selbstbewusstsein hin. Und da sind dann vielleicht auch böse Kritiken, die mich immer noch verletzen, aber nicht mehr so wie früher, dann nicht mehr ganz so bedeutend. Mhm. Schön. Das ist die nächste Frage. Ich habe im Vorfeld gelesen, dass Sie gerade dieser Film besonders am Herzen liegt. Wenn man das so kurz zusammenfasst, wie ist die Essenz, die Ihnen besonders am Herzen liegt? Von der Bedeutung her wahrscheinlich. Der Film ist eine Liebeserklärung an die Natur, an die Frauen, an meinen Vater, an die Kinder,
an die Hoffnung, an die Natur und wird für mich unvergesslich bleiben durch diese ganz besondere, schmerzhafte und wunderschöne Zeit. Danke und auch nochmal Kompliment. Also es hat mich auch sehr berührt, also intensiv. Danke. Toll. Vielen Dank. Ja, und trotzdem gibt es ja neben all dem noch diese lustige Ebene, die ja auch da ist. Das Dresden der Durchfälle ist ein Zitat, was in die Geschichte eingehen wird. Und tatsächlich, können Sie uns aufklären, an 5 Stellen wird über Aliens geredet. Das Einzige, was fehlt, sind Aliens, fällt sogar als konkreter Satz. Natürlich, wenn man diese Natur sieht, wenn man die erlebt und dieses Weiß ist nicht wie Schnee, es ist hart wie der Asphalt auf der Straße. Und wenn man das erlebt und wir sind Stunden oder eine Dreiviertelstunde, ich übertreibe als Schauspieler immer, also eine Dreiviertelstunde in der Früh zu dieser Insel gefahren und diese Oktogramme, das sieht man dann und das ist so, man denkt, das kann nicht von dieser Welt sein. Das muss der Mond sein, der Pluto oder Exoplaneten. Das kann nicht von dieser Welt sein. Das kann keine Kreation dieser Welt sein. Das wirkt wirklich wie von einem anderen Stern. Und das ist das, was, glaube ich, wir alle dachten und was Herzog dann auch so zum Ausdruck gebracht hat. Ja, der Film wird selber zu einer Naturgewalt dann dadurch. Aber es gab auch diesen wunderbaren Lawrence Krauss, der angeblich einer der 5 intelligentesten Menschen der Welt ist, enger Freund von Stephen Hawking. Der ist wirklich Astrophysiker und mit dem habe ich mich immer gestritten, weil ich gläubig bin und er Atheist. Und er hat immer versucht, alles wissenschaftlich zu belegen, was er auch kann. Das war unglaublich spannend, was der erklärt hat über das schwarze Loch im Universum, über die Entstehung der Welt, über die Schöpfung. Aber ich habe ihm immer wieder erklärt, du als Atheist und als Wissenschaftler kommst immer bis zu einer gewissen Grenze des Erklärbaren. Und da, wo der Glaube beginnt, hört deine Weisheit auf. Das hat er aber bis heute nicht verstanden, obwohl er einer der 5 schlauesten Menschen der Welt ist. Und das hat mich schon auch getragen, mit ihm immer so einen wunderbaren Streit zu haben, weil ich mich natürlich auch durch den Tod meines Vaters und die letzten Stunden und Tage und Wochen mit ihm nochmal damit anders auseinandergesetzt habe, auch durch den sehr frühen Tod meiner Mutter. Und deshalb eine andere Beziehung zu Gott und zum Glauben habe, als er je haben konnte. Und da waren zwei wirklich total konträre Polarpunkte gegenüber. Und ich habe mich schon immer morgens darauf gefreut, wenn ich ihn beim Frühstück treffen konnte, schon vorher unter der Dusche, habe ich mich schon gefreut, jetzt darf ich mich gleich wieder streiten mit ihm. Und das hat mich natürlich auch aufrecht gehalten in der Zeit. Bevor Sie gleich Ihre Frage stellen können, noch eine letzte zu dem Alien-Thema, weil Alien kann ja auch einfach Fremder bedeuten, wenn man es jetzt auf Englisch versteht. Und das ist ja dieses Zurechtfinden in einer fremden Welt, auch bewusst mit Menschen, die einem vielleicht fremder sind als alles, was man sonst so sich vorstellt. Ich finde, Sie sollten Herrn Herzog mal den Film erklären. Das ist fragen Sie ihn toll. Doch mal, ob er kommen will. Ja, frage ich ihn wirklich. Das würde mich freuen. Der würde kommen. Ja. Ich glaube, dass ihn das sehr ehren würde, mit Ihnen zu sprechen. Das haben wir auf Band jetzt. Ja. Lawrence Krauss hat diese Ebene von Alien und Astrophysik und anderen Planeten, hat er sicher da reingebracht. Er hat übrigens auch Bestseller geschrieben, wie die Geheimnisse hinter Star Wars. Mhm. Also er ist nicht nur ein verkopfter Physiker, sondern auch ein Bestsellerautor. Also ich war auch total begeistert von diesem Film. Und ich habe noch eine Frage, was diese beiden Jungs angeht. Die waren beide wirklich blind, ja? Und wie war das überhaupt? Waren das Schauspieler oder sind die einfach so ausgesucht worden für diesen Film? Der Herzog hat die gecastet und hatte die am ersten Tag ausgesucht. Da waren Casting-Agenturen, die ihm Kinder vorgestellt haben. Und dann hat aber der bolivianische Produzent gesagt, nein, und es gibt noch mehr, da soll sich noch mehr angucken. Hat er noch, weiß ich nicht, wie viele Hunderte noch mehr angeschaut und ist aber am Ende doch wieder zu den ersten beiden zurückgekommen. Die haben 5% Sehfähigkeit und von diesen 5% sehen sie auch nur schwarz und weiß. War das denn einfach, mit den beiden zu drehen oder mussten die Takes sehr oft wiederholt werden? Das war, nein, das musste nicht oft wiederholt werden. Der, das war...
schon eine große Herausforderung, mit denen zu drehen, weil ich ja dann auch zum Beispiel ist diese Helikopterschuss, wenn ich auf der Insel mit denen da rumlaufe. Und natürlich hatte ich dann ganz allein die Verantwortung über die beiden, die ja kaum was gesehen haben, dass ihnen nichts passiert, sie nicht umknicken und so. Und das gehört aber alles mit zu diesem Lebensgefühl von diesen Wochen und auch zu der Rolle, dass ich auch Verantwortung für die übernommen habe. Gibt es diese Insel eigentlich wirklich? Ja. Und die haben zum Beispiel, die haben einen Stein gefunden auf dem Boden, dann haben die den aufgenommen, dann haben die sich den ganz lang so angeguckt und dann haben die den angefasst, gefühlt und dann haben die immer miteinander so gewispert und geredet. Und dann haben sie sich den so, hat der andere den angefasst, dann hat er den wieder stundenlang angeguckt. Dann habe ich die beobachtet und habe gedacht, boah, was haben die für eine Glückseligkeit im Augenblick und in eine Freude an den Kleinigkeiten, ja. Und wie groß ist das, was ich hier gerade erleben darf. Die Eltern sind auch blind, beide. Waren das Zwillinge oder? Nein, die sind 2 Jahre auseinander. Ah, die ist an sich sehr ähnlich und fast gleichaltrig auch. Die Eltern sind auch blind und die sind aber sehr intelligent und gehen auf eine Schule und sind da die Klassenbesten auf eine Schule, wie man mir gesagt hat, die eine der höheren Anforderungen stellt. Und ich habe zu denen noch Kontakt und habe so eine Art Patenschaft für die beiden übernommen. Das heißt, ich zahle denen ihre Zahnärzte und ihre, die Zähne waren so schief, dass ich mit den Eltern geredet habe und gesagt habe, das werden wir jetzt mal ändern. Jetzt kriegen die mal schöne Zahnspangen und kriegen mal da Hilfe und so. Und dann haben wir aber auch in der Produktion dafür gesorgt, dass sie Brillen bekommen, die die Augen so weit schützen, dass die 5%, das Risiko ist nämlich auch ohne Brillen und ohne Sonnenschutz, dass die ganz verloren gehen. Und jetzt haben sie diese Brillen und Die wohnen auch dort? Die wohnen auch dort. War das der erste Dreh für die überhaupt? Ja, oder? War der erste Dreh. Das fand ich ganz toll, wie die das gemacht haben. Die haben die großartig gemacht. Und die haben einfach so in dem Moment, und der Herzog kann einfach, das ist wie ein Dokumentarfilm, dann einfach die Kamera draufgehalten bei allem, was die gemacht haben, mit diesen Konserven, mit nicht mir. Aufgeregt, überhaupt nichts oder nee, so. Einfach immer Kamera drauf und hat gesagt, so, Veronika, das ist jetzt die und die Situation, so, und jetzt versuchen wir das mal so. Und hat er manches ein bisschen geprobt, manches nicht, dann hat er denen was gesagt, was er mir nicht gesagt hat oder umgekehrt und hat einfach uns aufeinander losgelassen. Und das war natürlich nicht einfach, ich habe nicht das Quechua angesprochen und die nicht Deutsch oder nur ganz, ganz wenig Englisch. Wir hatten eigentlich nur die Möglichkeit, uns zu verständigen ich hörte, welche Tonalität ihre Aussagen hatten und sie hörten, ob ich lieb sprach oder ob ich mit ihnen geschimpft habe. Und dann waren sie schon hellwach. Super, vielen Dank. Gerne. Wissen Sie denn, wie Herzog die beiden gefunden hat? Ja, durch den bolivianischen Produzenten. Die wurden ihm am ersten Tag vorgestellt mit vielen anderen Kindern und dann eine der ersten, hat er sofort gesagt, die sind's. Nächste Frage ist hier vorne, das Mikro kommt. Ich habe den Film erlebt wie ein Requiem auf mehreren Ebenen. Einmal ein Requiem auf unsere Schöpfung, auf die Klimakatastrophen unserer Erde, dann wie auch Ihr persönliches Requiem, was Sie ja gerade vorhin beschrieben haben, wo Sie aber als begnadete Schauspielerin eine Tür geöffnet haben, wie eine Seelentür. Und zu dem Film gehörte zu all dieser Trauer im Requiem auch immer diese grotesken Situationen, also dieser Humor oder dieses Absurde. Und ich fand den Schluss einfach genial mit der Sektflasche im Rollstuhl und wurde aber total neugierig, welchen Schluss hätten Sie denn gerne durchgesetzt? Natürlich den klassischen Hollywood-Kuss und den Start der Liebesgeschichte. Ja, es bleibt ja auch ganz viel Mut zum Schluss, ne? Also in der Rolle der Wissenschaftlerin, die wird dafür sorgen, dass der Welt sagen, dass sie nicht untergeht. Das ist ja wie eine Botschaft. Ja. Und dass es nicht darum geht, nur über Statistiken die Daten in Zeitungen zu veröffentlichen, was angerichtet wird, sondern dass mal einer selber durchleiden muss, was die Menschen da vor Ort für Konsequenzen ertragen müssen, ja. Ja, gerade in dieser Szene ist Michael Shannon, glaube ich, ziemlich nah dran am echten Werner Herzog, wenn er das sagt. Ja,
ja, und dafür kämpft mit voller Leidenschaft. Ja. Haben Sie noch letzte Fragen? Weil ich finde, ich wollte nur fragen, waren Sie denn schon mal in diesem Kreuzgang? Santissima Trinità. Nein. Weil mich würde ja interessieren, ob das wirklich so funktioniert, wie er es uns jetzt zeigt. Und das war mehrere Male da, der Kameramann auch. Weil gerade dieser Blick, man sieht das Große, so wie Sie ja sagen, und wenn man dann ganz, ganz nah reinkommt, sieht man plötzlich die Geschichte in der Geschichte. Ja, und es geht immer um Perspektiven, wie in unserem Leben auch. Welche Perspektive nehme ich ein, aus welcher Perspektive sehe ich etwas und beurteile oder verurteile deshalb? Ja. Also ich sag mal so, wir haben heute so viele wunderbare Perspektiven auf Ihre Karriere, auf die Filme, die Sie gemacht haben, erfahren, dass ich nur sagen kann, unglaublich herzlichen Dank, dass Sie das möglich gemacht haben. Es war mir eine ganz große Freude. Vielen, vielen Dank. Danke, dass Sie gekommen sind. Dankeschön.